Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich war schon fleißig. Ich habe unten tatsächlich die Munition schon mal angeschmissen. Da ist jetzt ein bisschen was auf dem Weg. Dann habe ich uns schon mal eine Wrench gecraftet, mit der wir jetzt fleißig die Autos auseinandernehmen werden. Dann könnten wir jetzt einmal in den Skillbaum gucken. Wir haben 2 Punkte. Nur Handguns. Ich will eigentlich automatische Waffen, genau. Und dann brauchen wir das auch noch ein bisschen mehr. Genauigkeit und Schaden erhöhen. So richtig viele Fähigkeitspunkte kriegen wir wohl nicht mehr. Und dann wollen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Aloe Vera kriegen. So, erstmal die Insel wieder dicht machen. Da ist schon wieder Bambule. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Richtung und hoffen, dass da Wüste ist. Nach da kommt dann eine ganze Weile nichts. Da ist auch Schnee. Ödland. Schneller Wegpunkt und Gas geben. Ja, wir brauchen unterwegs ein paar Autos, die wir zerwichsen können, damit wir die Schraubenfedern kriegen. Und mit diesen schönen Schraubenfedern können wir uns dann tatsächlich eine schicke kleine Waffe bauen. Ne, die ganzen anderen Sachen habe ich dafür schon zusammengesucht. Ne, und so ein Automatikgewehr hätte ich schon Bock drauf. Ne, hoffen wir einfach mal, dass wir hier ein paar Karren auseinandernehmen können. Mir ist tatsächlich gerade die Stamina ausgegangen. Ich glaube es nicht. Und trinken wir mal einen Schluck. Dann geht das wieder ein bisschen flotter. So, standen hier nicht Autos? Nee. Die hat es schon entschärft. Aber ein Flugabwurf ist hier noch irgendwo. Da gehen wir hin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist gerne auch mal Munition und sowas drin. Und ja, dann kommt die Blutnacht mit großen Schritten näher. Bin schon fast ein bisschen aufgeregt. So, hier hinten finden wir natürlich keine Autos. Das können wir wohl ein bisschen vergessen. Wir hätten wieder in die Stadt vom letzten Mal gehen können, aber die ist ja auch schon so durchgelootet. Oh. Außerdem lief das beim letzten Mal so beschissen da, dass ich keinen Bock mehr drauf. So, die Schreialte. Fresse halten. Oh, Loot. Ja, ist okay. Nehmen wir mit. Bisschen mumpeln ist immer cool. 2 Frachterwürfe sind in die Richtung. Wo ist denn der andere? Oh, da tatsächlich. Direkt hintereinander. Wie geil ist das denn? Da haben wir wohl ein paar verpasst. Das ist lohnenswert. Moin Keule. Ich habe immer noch keinen Knüppel gebaut, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Nochmal Loot. Alter. Also nachdem die letzte Runde so scheiße lief, ist das ja schon bombastisch hier gerade. So. Na super. Ernsthaft? Direkt auf dem Baum gelandet. Oha! Wir brauchen keine neue bauen. Geilo, das spart einen Haufen Ressourcen. Boah, das ist ja der Shit. Wie geil ist das denn? Das hier ist eine Tanke. Die können wir uns auch noch gönnen. Dann machen wir die noch leer und dann gehen wir erstmal wieder in die Base. Ach, hallo Häschen. Den kriegen wir so wahrscheinlich nicht. Erwischt. Zack, nehmen wir mit Freuden mit. Ich nehme noch auseinander. Machen wir hier ein bisschen Krach. Na komm, gib mir ein paar Federn, gib mir ein paar Federn. So, wo kommt hier der Lärm her? Na da. Na, Mäuschen. Rums. Oh, wir hätten die auch vorher untersuchen können. Ich Idiot. Nochmal Munition. Sehr schön. Na, die Runde läuft ja schon mal bedeutend besser. Meine Fresse. Also. Hä? Kann ich schon wieder nicht mehr treffen? Bin ich schon wieder voll? Nee, oder? Doch, tatsächlich. Das ging schnell. Die
fällt irgendeine Scheiß runter, die ich nicht mehr tragen kann. Was fällt denn hier runter? Oh, Maschinenpistole war da ja auch noch bei. Geilo. Hier, den Scheiß weg. Die nehmen wir auseinander. Eine zweite Taschenlampe, das ist auch richtig geil. Den Scheiß auch weg. Ah, Mechanical Parts, genau das, was wir brauchen. Lehmige Erde, Piniensaat, lehmige Erde, Mechanical Parts, die wollen wir nämlich unbedingt haben. Der lässt sich nicht mehr durchsuchen. Na, was ist da jetzt seitlich runtergefallen? Nix, okay. So, nehmen wir aber noch die zweite Frachtbox, bevor wir hier reingehen. Jetzt sind wir auch gleich da, wenn die nicht auch wieder auf irgendeinem Baum hockt. Na, wo ist sie denn? Im Baum, natürlich. Nee, komm, ich will da meine Ruhe bei haben, Mäuschen. So, welcher war das? Der war das. Ich habe auch immer ein Glück, was das angeht, ey. Zack. Das war knapp. Boah. Na, ack. Oh, alter Vater. Ja, komm, den Scheiß erstmal weg. Steinpfeile auch weg. Dafür nehmen wir die AK mit. Holz brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Fackeln haben wir auch. Nee, Fackeln ist eigentlich Tierfett. Sammle Holz, sammle Fackel. So. Was haben wir denn hier noch? Stofffetzen können wir leicht ersetzen. Der Rest ist eigentlich schon ziemlich cooler Stuff. Die können wir zerlegen. Scheiß auf das eine Ei. Scheiß auf die drei Pfeile. Ne, das Mais mir garantiert nicht. Und die brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir doch eigentlich alles, was wir haben wollten. Unglaublich. Unfucking fassbar. Dann können wir schon wieder nach Hause. Das war ja gerade der Shit. Alter. Das hat uns vielleicht gerade den Arsch gerettet. Und zwar nicht zu knapp. Na, und in die Tanke noch rein. Oh, moin. Batz. Schlampe. Das hat uns vielleicht ein wenig den Arsch gerettet. Home Cooking, Bobs Kaffee. Ja, ist wahrscheinlich auch eher, obwohl wir sind gerade voll mit Nahrung. Das ist vielleicht genau das Richtige gerade. Wenn wir wissen, was hier drin ist, umso besser. Wissen wir, ob es sich lohnt, nochmal herzukommen. Aber vielleicht mehr von. Na kommt Leute, ich mache hier ordentlich Krach. Und raus. Na? Moinsen! Wie, kommt hier keine? Was ist denn los? Hallo? Keiner drin? Kann ich mir nicht vorstellen. Das hat dich völlig kalt gelassen, dass ich hier direkt vor deiner Nase... Wow, 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 wow. Dagegen gehämmert habe, ja? Das liegt hier jetzt alles Holz. Brauchen wir nicht. Oh, scheiß Glitch, ey. So, da ist Ruhe. Da auch. Und dann gucken wir doch mal. Sonst noch jemand? Anyone else? Oh. Das können wir uns leichter machen. Was haben wir hier drin? Die können wir gleich essen. Den kriegen wir vielleicht nicht mehr rein, aber den können wir auf jeden Fall leer machen. Oh, hoppala, wow. Erstmal Blutung stillen. Na komm, leg an. Der kam mal schnell um die Ecke. So, lass ihn. Scheiß Helm fallen, du Penner. Lässt er nicht. Schade.
So, der Kopf ist auch ab. Hätten wir das erledigt. Noch jemand? Ne. So, auch nichts mehr zu holen hier. Ich habe zu essen drin. Zerlegen. Ne, nichts mit anzufangen. Die können wir mitnehmen. Dafür ist Platz. Kühlschrank. Bier ist zweitrangig. Jetzt vielleicht nicht so zweitrangig. So, hier noch einer. Das ist meistens auch weg. Dreckisches Wasser. Hätte ich jetzt den Platz dafür, ne? Ärgerlich. Hier noch was drin. Zerlegen. Also die Krüge sind in jedem Fall gut, falls ich nachher nochmal Gas brauche. Das brauche ich auch unbedingt. Scheiße. Die brauche ich tatsächlich dringend. Einmal Öl, können wir darauf verzichten. Ja, die Schmerzmittel brauche ich nämlich auch. Für die anbahnende Blutnacht. Ja, das ist Pech. Die können wir gleich mitnehmen. Deswegen bin ich hier rein, weil ich mir gedacht habe, dass wir leichter haben können. Dass ich jetzt sowieso voll bin mit Lebensmitteln. Und dann genauso gut den Scheiß auch noch mit reinpacken kann. So, gucken, ob wir unterwegs noch ein Auto finden. Wir machen. Ja, ich weiß. Wir machen einen kleinen Schlenker und gehen nicht direkt. Jedes Auto, das wir so mitnehmen können, schont beim nächsten Ausflug unser Inventar. Ja, 109 Leben haben wir noch. Das war gar nicht so schlimm, was wir da abbekommen haben. Also ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie es ist. Gibt es hier so ein Schwierigkeitsgefälle von Nord nach Süd oder sowas? Wäre ja mal ganz interessant zu wissen, weil vorne die haben ja weit mehr ausgehalten und der hier, der ist ja ganz easy gewesen gerade. Oh, ja, ist ja gut. Ups. Aus die Maus. Na, habt ihr mir ein Auto stehen lassen? Natürlich nicht. Gut, dann gehen wir erstmal wieder gen Heimat. Da steht, glaube ich, auch nichts mehr. Ne, die habe ich wahrscheinlich bei einem der ersten Gänge schon platt gemacht. Also erstmal so, gen Heimat. Bisschen Stamina aufladen, Schluck Kaffee trinken. Und gib ihm hart. Ach, hier ist ja auch noch so ein Schrottplatz. Da könnte ich doch eigentlich fleißig abbauen. Ob die noch Teile und sowas geben? Ich bin gespannt. Also der ganz oben noch bestimmt, der ist doch quasi noch voll intakt. Ja, kann ich sogar noch durchsuchen. Der Shit. Wieso haut denn darauf? Sagen, Diggi, lass das mal. So, das gibt nochmal ordentlich Polymere und so ein Scheiß. Sind tatsächlich so die Sachen, die ich gar nicht habe. Ne, das ist blanker Stahl. So. Und ich glaube, ich bin nicht mehr alleine. Ich höre schon das Quietschen meiner Frau. Und sie quietscht sehr fleißig. Ich glaube, sie hat Spaß mit den Katzen. Beziehungsweise die Katzen Spaß mit ihr. Ach, nein. Juhu! Jetzt hat sie gecheckt, dass ich hier bin. Hoffentlich, war laut genug. Und wir sind auch gleich in der Homebase und dann machen wir heute tatsächlich eine kurze Folge. Ja. Moin. So. Ja, das kommt schon geil, wenn man hier drauf zuläuft. Das Fetzen. Zack. Runter, wieder hoch. Läuft. Katzen pflastern ihren Weg.
Kaum kommt die Frau hoch, sind alle Katzen hier. So, und dann gucken wir mal, was wir mit unserem schönen Loot noch anfangen können. Auf jeden Fall haben wir massig zu essen. So, erstmal den ganzen Scheiß hier rüber. Halt das nicht. Das kommt auch hier hin. Das meiste haben wir in irgendeiner Form wahrscheinlich schon mal da gehabt. So. Da noch was, da noch was. Das kommt dann hier hin. Peaches, Honig, meine Fresse. Unglaublich. Maschinenpistole, 26 Schaden. 50 Schaden, ja, in dem Buch glaube ich. Definitiv das Ding. Ja, mit weit mehr Schaden. Und ja, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Nur noch Eier, nur zwei. Gut, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Eine AK mit 42 Schaden. Alter. Das war mal ein gehöriges Level-Up. Wie ist das, wenn wir gleich modifizieren können? Wir können die billige Taschen. Wie kann ich nicht anbauen? Das ist schade. Die behalten wir. Und dann gucken wir. Halt, nein, Waffenkram ist hier oben. Warum laufe ich denn runter? So, und dann haben wir ja hier noch das Reflexvisier. Wir gucken mal erstmal so. Ja, halt Kimmer und Korn, ne? Wobei vom Korn nicht viel da ist. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit Rotpunkt an. Oh, was ist jetzt hingeschmissen? Da. Zack. Weapon Handling minus 9 plus 21. Mhm. Hat auch gleich mehr Schaden. Oh, das ist doch... Oh, der Shit. Aktuell 37 Schuss dabei. Ich würde die trotzdem gerne mit Taschenlampe modifizieren. Warum geht das nicht? Das ist doch belastend. Hm. Aber gut. Halb so wild. So, jetzt zerlegen wir erstmal fleißig weiter den halb kaputten Scheiß hier. Es ist eh alles A, halb kaputt und B, Müll. Hier, die ist auch halb im Arsch. Müssen wir ja nicht alles so sinnlos. So, 111 Schuss. Nee, die nehmen wir mit runter in unsere Bastelecke. Stahlbolzen. Das kommt auch gleich mit runter. Was haben wir hier? Silencer Schematic. Geil, das nehmen wir mal mit. Wenn wir das Ding schalldämpfen können, wäre ja geil. Was ist das? Schematic are used to use craft high. Ja. Nehmen wir erstmal mit. Die nehmen wir auch mit. Ich denke, wir können jetzt noch ein bisschen weiter basteln. Und der Rest kann hier bleiben. So, hier nochmal reingucken. Hundefutter, Schmerzpillen, 14 Stück ist okay. Ich glaube, damit kann man eine Weile aus. Das kommt mit runter, das auf jeden Fall auch. Sonst noch irgendwas, was hier bleibt? Nö, doch. Noch mehr davon. So, dann müssen wir vor morgen Nacht tatsächlich nochmal ein bisschen Wasser holen und abkochen. Denn da wird es langsam ein bisschen eng. Ja, so langsam wird das doch hier echt gut. So, Federn, Eisen. Achso, die bleiben doch alle oben. Aber ich kann mal was gucken. Modify, kann ich die hier anbauen? Auch nicht. Was hat mich mir denn davon Scheiß erzählt? Hm. So, die rüber. Da wollte ich gucken, ob ich da was draus bauen kann. Die Polymere können hier rein. Das zerlegen wir auch gleich nochmal. Messing können wir eigentlich gleich einschmelzen. Wahrscheinlich ist der andere Kram hier durch. Ja. So. Blei. Munition, Blakeks, Fackel. Die werde ich oben lassen können. Electrical Parts und nochmal ein Motor. Noch eine Lampe, Stahlrohre, Mechanical Parts, sind wir fertig mit zerlegen von allem? Jo.
So, dann gucken wir hier hinten nochmal, ob wir nochmal ein bisschen Mumpeln herstellen können. Munition 762. Nochmal 36 Schuss. Sehr schön. Jetzt haben wir keine Geschossspitzen mehr. 38 hätte ich gern noch. Eisenschutz, Geschossspitze. 3,8. 20 Sekunden. Dann können wir nochmal ein paar nachlegen. Und dann wird das hier doch echt Bombe. Die lassen wir mal hier zum Bauen. Obwohl, die können wir eher... Ja, wollte ich euch zeigen. Hier hatte ich schon alles vorbereitet. Für... das Gewehr. Oh, das brauche ich jetzt gar nicht mehr selber bauen. Aber ich kann gucken. Ich hole mal die Sprungfedern, ob ich es bauen könnte. Das wäre ja tatsächlich nur 4 Sprungfedern. Oh, das reicht ja hinten und vorne nicht. Wie viel brauche ich da? 10. Naja gut, aber das Problem wurde uns ja zum Glück abgenommen. So. Rezepte. Silencer. Ja, das kriegen wir doch zusammen. Öl haben wir da. Von wegen. Das Öl hätte ich mal doch mitnehmen sollen. Ich glaube, so viel habe ich davon nicht. Ist das oben? Oh, warum ist es... Ne, da ist das Öl. Polymere. Mechanical Parts waren es. Was noch? Silencer. Rezepte. Schmiedestahl. Und dann haben wir es, oder? Eigentlich schon. Du hast nicht die nötigen Rohstoffe. Was fehlt denn? Mechanical Parts, Öl. Das ist doch Quatsch. Da ist da. Hier, Polymer, ich glaube. 240 Schuss. Rezepte. Da bräuchte ich noch Kleber. Increases Rate of Fire und Self-Loading Weapons and Increases Recoil. Schraubenfedern für, aber den Silencer hätte ich gerne. Jetzt kann ich. Seltsam. Wie lange braucht er? 58 Sekunden. Kommt dann auch gleich noch rauf auf das Ding. Ich meine, den habe ich hier schon ganz schön geiles für. Eine ganz schön geile Waffe. Alter Vater. So, die Schematics kommen hier nach unten. Die kommen hier auch wieder rein. Schießpulver habe ich hier auch gerade. Munition, Munition, Munition. 762. Was fehlt jetzt? Geschossspitzen und Patronenhülsen. Beide natürlich rausgeschmissen. Geschossspitzen und... Ich die hier. Ja. So. Zack. Jetzt hat man hier Rezepte. 762. Mach mal. Nochmal 12 Schuss. Läuft. Was brauche ich nochmal für Schießpulver? Achso, Kohle wäre das Problem jetzt. So, die verbauen wir gleich. Zack. Modify. Silencer. Effective Range. Ja gut, das ist nicht weiter wild. So, schallgedämpfte Knarre mit Rotpunkt. Wenn da ein Schuh draus wird, dann weiß ich auch nicht. Könnte geilo werden heute Nacht. Den nehmen wir trotzdem mit. Stahlpfeil haben wir 132, das ist in Ordnung. So viele Taschenlampen hingegen brauchen wir nicht. Kann ich hier den Football-Helm bauen? Nein. Helmleucht. Die will ich haben. Helm mit Light Schematic. Scheiße. Dann will ich den hier haben. Wäre aber ein Football-Helm für. Kann ich den so bauen? Helm. Nö. Absolut nicht. Könnt ihr auch mal laden. 5 Schuss hat sie. Das ist ein Anfang. Die ist nicht vollautomatisch, aber das ist gar nicht weiter wild.
Wer macht hier eigentlich so einen Krach? Oh, die finden mich wahrscheinlich gar nicht. Alles cool. So, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Wir sind ja in der Vorbereitungsphase tatsächlich für den Angriff. Die wissen hier, was war das? Kommt jetzt doch hier rein? Die Penne? Ich hoffe nicht. So, jetzt alles weg. Ja, krieg ich mir den Scheiß weiter ein. Oh, da steht tatsächlich einer vor der Tür. Ich glaub's ja nicht. Geht's dir zu gut, oder was? Achso, diese scheiß Spitze hier. Mist. Kann ich hier nochmal Glas herstellen? Hab ich da genug da? Geschäftsglasblock. Mach mal einen fertig, bitte. Ja, ist schon wieder Nacht. Der muss ich das da mal wegpicken. Wow. Hau mal ab. So. Das ist natürlich Blödsinn. Alles voll mit Schutt liegt und die trotzdem rankommen. Ich habe natürlich nichts bei gewonnen. Wieso ist das eigentlich Holzschutt? So, wahrscheinlich, weil ich das da abgerissen habe. Ah, das ist kein Holz mehr. Ah, jetzt füllt sich der ganze Spaß auch wieder. Und es läuft langsam voll. Es erobert sich seinen Raum zurück. Es war Buggy. Na komm. Ich muss dann sogar noch einen Glasblock bauen. Oh toll, jetzt macht das hier. Nee. Okay, muss ich das tatsächlich mal richtig wegmachen hier? Nee. Ich komme hier gerade nicht wieder raus. Okay. Dann machen wir das anders. Müssen uns einmal ein bisschen beeilen. Na komm. Aber schön. Dann kriege ich da ja doch nochmal Wasser wieder rein. Oh, hier steckt das Wasser auch. Dann müssen wir jetzt einmal hoch, schnell wieder runter und dann da schnell Glas reinbauen, weil sonst wird der ganze Scheiß da unten geflutet. Das könnte von Nachteil sein. Da hoch. Ne, ich habe es natürlich so gebaut, dass man da nicht wieder hochkommt. Ich bin ja auch clever, ne? Na komm. Ich meine, das war ja auch der Plan. Also von daher. So. Schnell da wieder runter. Ich meine, so schnell flutet es offensichtlich nicht. Das rein. Tippel, tippel, tippel. Na, steht hier schon das Wasser? Ich hoffe nicht. Es kommt auf jeden Fall näher. So. Glas. Geschäftsblock. Dann machen wir noch einen zweiten. Na komm. So, das gleiche hier vor. Und dann werde ich tatsächlich da draußen mal den ganzen Futter wegnehmen. In der Hoffnung, dass da der Rest dann auch noch wieder aufgefüllt wird. Da muss ich mir da auf jeden Fall kein... Oh, wie ich's hasse. Na komm. Also warum es manchmal hakt und manchmal nicht, ist mir ein Rätsel. Oh, das Geräusch gefällt mir nicht. Ich sollte vielleicht mal wieder eine Tür einbauen, oder? Hallo? Hallo? Wer hat denn hier Krach gemacht? Ich bin eigentlich ein ganz knorker Typ, ehrlich. Ja, ist schon mal wieder ein ganzes Stück reingekommen. Blub. Das ist wohl eher Schaufeljob hier. Blub.
wiederum Holz. Das hier alles noch davon abhält, das wieder zu fluten. Das nicht. Muss ich jetzt sehen mal ein bisschen. Das ist Holz. Blub, blub. Was ist das? Auch Holz. So, fließt das jetzt wieder schön rein. Mach mal voll. Ich will da echt alles voll mit Wasser haben. Nee, da ist immer noch irgendwas buggy. Da ist noch, glaube ich, ein bisschen was. Ist echt seltsam, in Wasser reinzurennen. Yep, das war auch Holz. Das war nicht Holz. Das auch nicht. So, flute den Scheiß. Ich will hier alles geflutet haben. Oh, Taschenlampe an hier. Zack. Von hier ist, glaube ich, nichts mehr. Aber ist schon cool, wenn man da so reinguckt. Jetzt sollte das eigentlich alles wieder fluten. Tut es aber nicht. Warum nicht? So, ich weiß auch wieder nicht, wie lange ich zum Auftauchen brauche. Wenn ich da immer in so ein Gap reinfalle. Das ging ja. Ich will da einfach wieder Wasser haben. Weil es einfach viel cooler ist. Ich habe auch noch hier diese, ja, wieder reingefallen. Aber gut, muss ja nicht jetzt hier rein. Hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Viel wichtiger wäre, ach, da ist der gute Jürgen. Ja, ich bin auch ganz übel gelaunt. Glaub nicht, dass ich jetzt Munition für dich verschwende. So, jetzt bauen wir noch ein paar Spikes. Und verstärken damit unsere Brückenpfosten. Damit da nicht gleich Action ist oder das Ding gleich abgerissen wird. Im Zweifelsfall können wir einfach runtertauchen und die da unten niedermähen. Das wird schon. Zack. Und ich glaube, unsere Chancen da auf der Brücke sind tatsächlich relativ gut. Ne, ich weiß noch nicht, ob ich die Tragfähigkeit der so ganz traue, aber schauen wir mal. So. Wie heißen die Teile denn? Spikes? Ja, Wood Spikes Trap. Metal Spikes Mod. Oh, den will ich auch. So, habe ich noch keinen Schematic für. Scheiße. So einen will ich haben. 62, das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Zumal ich die auch noch verbessern muss, damit die überhaupt ein bisschen was aushalten. Zack. Zack, zack. Zack und zack und zack. Machen wir die. 95, das ist ein Anfang. Dann können wir uns recht bald verkriechen. Ne, wir nehmen von jeder Waffengattung zwei mit. Naja, außer von der hier. Also von der. Da haben wir ja nur eine. Zumindest eine, die so gut ist. Was bräuchte eigentlich zum Reparieren? Du hast nicht die erforderlichen Materialien um diesen Gegenstand. Das ist ein Reparaturset, brauche ich dafür. Okay, das habe ich tatsächlich. Das ist ja gut. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend. Ne, halbe Stunde ist rum. Und wir wollen ja nicht übertreiben. Oh ja, das wird richtig geil. Noch ein bisschen hinknien. Das gibt so Fett aufs Maul. Ne? Und beim nächsten Mal legen wir dann die Spikes und richten uns hier ein paar Vorräte ein. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zugucken und wir sehen uns relativ bald wieder. Wir haben ja hier die viele Folgenwoche. Ich habe Urlaub und da kann ich eine Menge aufnehmen. Da gibt es einfach jeden Tag zwei Folgen. Super cool. So, dann bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.